Die Rechten haben nicht nur bei den EU-Wahlen viele Stimmen bekommen, sie sorgen auch in immer mehr Betrieben für eine angespannte Stimmung. Deshalb haben wir bei Arbeiterinnen und Gewerkschaftssekretärinnen nachgefragt. Wie präsent sind die Rechten in den Betrieben wirklich? Wir sind hier an einem regnerischen Apriltag in Rastatt. Hinter uns geht's direkt zum Kundencenter für das Mercedes-Benz-Werk Rastatt. Hier arbeiten so um die 6.500 Menschen und wir beide arbeiten in der Montage. Akkord. Mein Name ist Olaf Klenke, ich bin bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten im Landesbezirk Ost, Landesbezirkssekretär. Ich bin Anja Vogt, bin Intensivpflegekraft hier in Berlin, in einem großen Krankenhaus. Bin auch Betriebsrätin dort und lange schon gewerkschaftlich aktiver. Ja, ich bin Stefan, ich bin 42 Jahre alt, Leipziger und seit 26 Jahren Arbeiter. Und das sage ich auch mit Stolz. Wir wollen herausfinden, wie sich antifaschistische Kolleginnen in den Betrieben organisieren und was sie und die Gewerkschaften tun können, um den Rechtstrend einzudämmen und umzukehren. Ich sag mal, die Situation in den Betrieben ist halt in vielen Bereichen einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft, wie sich das entwickelt hat. Und wenn ich Landkreise habe, wo die AfD 40-50% Zustimmung hat vielleicht, dann schlägt es sich natürlich in den Betrieben nieder. Ich war lange Zeit immer so in der Annahme in meiner Bubble, in dieser medizinischen Bubble, da ist alles gut. Ne? Wir sind ja alle so Florence Nightingale-mäßig unterwegs und musste aber in den letzten Jahren doch zunehmend wahrnehmen, dass so... Ja, so das Gefühl aufkam, wir haben viele migrantische Kolleginnen bei mir im Haus, dass doch da Rassismus zunimmt, blöde Äußerungen so tagsüber fallen. Ne? Also ich würde jetzt nicht klassisch sagen, es ist so ein klassisch rechtes Gedankengut, aber es so über diesen latenten Rassismus kommt es nach und nach in die Klinik. Eine organisierte Rechte sehen wir eigentlich, finde ich, sozusagen jetzt erst in Ansätzen bei uns in den Betrieben, bei der NGG. Das ist jetzt nicht so, dass in jedem Betrieb da irgendwie eine organisierte Rechte auftritt, eher noch eine Minderheit. Aber wenn sich das weiter verfestigt, wenn die AfD sich organisationspolitisch stärkt, und die hat ja auch Mitglieder gewonnen die letzten Jahre, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass es auch stärker in den Betrieben präsent wird und auch in unseren gewerkschaftlichen Strukturen. Weil wir haben gewerkschaftlich Aktive, die wollen was verändern, die sehen die Ungerechtigkeiten im Betrieb. Und da ist halt auch sozusagen, dass es keineswegs so ist, dass alle, die vorangehen, per se auch sagen, hier AfD, damit halt nichts zu tun, sondern die sehen halt, ey, wir müssen im Betrieb Verhältnisse verändern und wir müssen in der Gesellschaft Verhältnisse verändern. Wir sind unzufrieden mit der Politik und die AfD ist die, die den Laden oben aufmischt. Die dominierende Liste bei uns im Betrieb ist natürlich die Liste der IG Metall. Wir haben aber auch eine Liste der rechten Gewerkschaftszentrum bei uns im Betrieb vertreten, die auch ein oder zwei Plätze im Betriebsrat bekommen hat bei der letzten Betriebsratswahl. Die gibt es als Verein seit 2009, gegründet in Stuttgart. Gründungsmitglied war auf jeden Fall der Oliver Hilburger. Der hat in einer Nazi-Band gespielt als Bassist. Und weitere Gründungsmitglieder sind Menschen, die mit der verbotenen Wiki-Jugend zu tun hatten, sind Menschen, die sie jetzt in der weiteren Geschichte so klar verorten in Neonazi und Netzwerken und auch in Netzwerken mit eben nicht Neonazis, sondern Hitlerfaschismus-orientierten Nazis. Also da gibt es genügend Material, die einfach ganz eindeutig belegen, das ist eine faschistische Organisation, ein faschistischer Verein. Auch der Wortführer bei uns im Betrieb wird öfter oder wurde öfters auf Demos zusammen mit den Freien Sachsen zum Beispiel gesehen, was eine rechtsradikale Partei ist. Also schon ganz klar eine rechtsorientierte Gewerkschaft, die das Ziel hat, die, wie Sie sagen, linken Systemgewerkschaften aus den Betrieben zu drängen und mit selbst aufgestellten Betriebsräten dann die Verhandlungen, Tarifverträge und so weiter um Arbeitszeit und so direkt mit den Arbeitgebern anzustellen, ohne die vermeintlich aus ihrer Sicht linken Gewerkschaften. Ne? Das ist deren Ziel. Ein Zentrum als Verein, ja.
ist wirklich gefährlich, weil das der Arm in den Betrieben ist, den die den Faschisten schon in den 90er Jahren wollten. Die strecken ihre Fühler auch in andere Betriebe aus, auch in andere Branchen. Und sie sind, wie gesagt, die sind krass vernetzt mit der identitären Bewegung, mit dem Kompaktmagazin, mit der AfD, mit verschiedensten garantiert faschistischen Organisationen. Das Problem mit Zentrum wäre bei uns wesentlich schlimmer und deren Rückhalt auch und deren Wahlergebnisse wären wesentlich besser, wenn sie Leute hätten, die sich besser artikulieren könnten, die ja, so ein Menschenfänger wären sozusagen, irgendwie sympathisch und empathisch rüberkommen, die komplexen Dinge leicht und einfach erklären könnten, sodass es für die Leute auch irgendwo nachvollziehbar und sinnhaft ist. Aber das haben sie nicht. Ich sage zum Glück. Aber wahrscheinlich bloß eine Frage der Zeit, bis sie solche Leute finden und dann nach vorne bringen auch. Und bis dahin müssen wir halt auch sehen, dass wir uns nicht bloß dagegen positionieren mit irgendwelchen Floskeln, sondern auch inhaltlich dagegen arbeiten und das dann mit den Beschäftigten zusammen. Ne? Ganz wichtig, dass wir sie halt auch in die Problemstellung gegenüber der Arbeit oder den Forderungen der Arbeitgeber mit einbeziehen und so gemeinsame Strategien entwickeln, wie wir unsere Situation in der Arbeit ganz direkt verbessern können. Ungefährlich. Unterschätzen, auf keinen Fall. Nur, was sie ganz konkret hier machen, ist, ist nicht wirklich viel. Und trotzdem haben sie Wähler, das muss man halt auch sehen. Ich glaube, eine ganz große Rolle spielen wirklich die kapitalistischen Mechanismen, die halt unseren Arbeitsalltag ganz entscheidend prägen. Ne? Der Gewinn, die Rendite, die Dividenden für die Aktionäre, der Zukunftsausblick für das Kapital sozusagen muss halt immer besser werden. Es braucht immer mehr Gewinn, immer höhere Dividenden und so weiter. Und das setzt uns als Belegschaft natürlich unter Druck, dadurch, dass halt Arbeit deswegen verdichtet wird, dass wir mehr produzieren müssen, dass wir halt auch mal 5-6 Tage die Woche auf Arbeit sind. Und das greifen die Rechten sowohl in der Gesellschaft als auch im Betrieb natürlich ganz gezielt auf, um dagegen dann Stimmung zu machen, weil die Gewerkschaften, Betriebsräte sich da nicht entscheidend wehren können, zum Beispiel auch, weil es die gesetzlichen Rahmenbedingungen für sie gar nicht hergeben. Und das ist ein guter, oder aus Sicht der Rechten, ein guter Anknüpfungspunkt, um halt Stimmung gegen diese Gewerkschaften zu machen. Warum lassen die das zu? So formulieren sie es. Also meine Wahrnehmung oder meine Meinung ist, durch mehr migrantische Kolleginnen hat man zumindest erstmal so ein Thema. Man muss ja damit einen Umgang finden. Die sind oft schlecht in den Betrieb gekommen, nicht gut eingearbeitet, etc. etc. Ich glaube aber auch, es hat viel damit zu tun, wir haben insgesamt keine guten Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern oft, ne? Und dann sucht man ja so einen Schuldigen. Die Unternehmen machen sich das oft ganz einfach, dass sie einfach die Leute da einstellen, teilweise über Leiharbeit, teilweise direkt und sagen, hier, ihr habt da genug Leute, aber die sorgen nicht dafür, dass sie sich ordentlich verständigen können, die sorgen nicht dafür, dass die ordentlich eingearbeitet werden und das kann Konfliktpunkt sein. Wobei ich finde auch, dass viel Verständnis von den Kolleginnen und Kollegen da ist und auch oft gesehen wird, dass jetzt auch, sagen wir mal, arme Schweine sind, so wie mit denen umgegangen wird. Also würde ja gar nicht sagen, dass es der Hauptpunkt ist, sage ich mal, der von Rassismus, was da ist, sondern dass es allgemeines Gefühl ist, gibt bestimmte Prioritäten, die in der Politik gesetzt werden, wo gesagt wird, hier für Flüchtlinge haben wir viel Geld, für uns war jahrelang nichts da und das ist sozusagen ein großer Konfliktpunkt und ein großer Aufreger. Und wenn ich sage, ey, wenn die Flüchtlinge kein Geld bekommen würde, würde kein einziger von euch würde 1 Cent mehr bekommen. Und das sehen auch viele so, wenn man das so sagt, weil denen ist das schon klar. Und trotzdem schaffen wir jetzt sozusagen wenig eine andere Perspektive aufzuzeigen. Ich habe die Diskussion, hast gesagt, die sollen alle zurück nach Hause. Und wenn du dann fragst, naja, aber die Hälfte deiner Kollegen würde dann weg sein, wie schaffst du dann deine Arbeit? Ja, ein paar können ja bleiben, aber eigentlich das Gros soll weg. Ja, es sind so schon so diese klassischen Forderungen. Es gibt auch hier und da Diskussionen unter uns Beschäftigten natürlich, wie wir zu bestimmten Punkten wie Migration stehen, wie wir zu bestimmten Punkten wie Migration stehen. Leider konzentriert sich das meistens auf solche Punkte, die nichts speziell mit unserem Arbeitsleben
Und mit unseren Arbeitsbedingungen, die wir halt 40 Stunden die Woche oder länger am eigenen Leib spüren, auseinandersetzen. Ne? Ich weiß es, dass ich diesem Listenverantwortlichen irgendwann gesagt habe, hey, ich bekämpfe dich. Du stehst für etwas, du hast es nicht dementiert. Ich bekämpfe dich, weil ich Antifaschistin bin. Aber ich bekämpfe euch nicht, indem ich euch auf die Rübe haue, sondern ich bekämpfe euch, indem ich zeige, was wirklich die Alternative ist, nämlich aktive Gewerkschaftsarbeit im Betrieb. Das haben einzelne andere bestimmt auch gemacht, auf die eine oder andere Art. Aber so organisiert vorgegangen und bewusst vorgegangen und zu sagen, hallo, Zentrum ist etwas, was wir hier nicht wollen, das war erst mit den aktiven Metallern. Wir hatten zum Beispiel auch bei der letzten Betriebsrat zwei Kollegen, die haben extra eine Liste aufgemacht gegen Zentrum, Alternative gegen Zentrum und die hat auch also ordentlich Stimmen geholt. Ja. Also das stimmt, das war eine richtig, die hatten nicht unbedingt vor, in den Betriebsrat zu kommen, aber die wollten halt sagen, hallo, wir sind hier auch in der Oberfläche, in der Lackierung, wir sind bekannt, wir sind Vertrauensleute, wir machen jetzt eine Liste, die heißt Alternative gegen Zentrum und wir zocken denen Stimmen ab und das hat funktioniert. Was wir versuchen bei uns jetzt stärker zu machen, die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen mit Argumenten, mit einer Vernetzung, mit einem Austausch, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, wie stelle ich mich zum Beispiel dagegen, wenn in einer WhatsApp-Gruppe, wir haben oft in den Betrieben so betriebliche WhatsApp-Gruppen, tauschen sich aus über einen Schichtwechsel, mal Vertretung, sonst irgendwie, wie gehen wir damit um, wenn da irgendwelche Posts reingestellt werden, die einfach, sag mal, Leute abqualifizieren oder, sag mal, Vorurteile gegenüber Geflüchteten schüren oder irgendwelche Unwahrheiten da verbreiten und da versuchen wir uns ein bisschen fit zu machen. Wie gehen wir mit so einer Situation um? Wie versuchen wir da Positionen zu beziehen, dagegen anzugehen? Und da gibt es halt sehr unterschiedliche Erfahrungen, wie das funktioniert. Wir haben jetzt drei Dinge auf den Weg gebracht. Wir haben eine Fotopetition an den Start gebracht, wo Kollegen und Kolleginnen sich ihr Gesicht zeigen. Das ist das Entscheidende. Ich mache ein Foto von mir und sage, nicht ohne meine Kollegin. Wir haben dazu entwickelt einen Flyer, warum ist die AfD keine gute Antwort, gerade bei uns in den Krankenhäusern, und haben das sehr speziell auf Gesundheitspolitik gefasst. Wir haben uns wirklich das Parteiprogramm angeguckt, haben geguckt, was steht da zur Gesundheitspolitik drin, was steht da zu Gewerkschaften drin. Da haben wir einen Flyer entwickelt und wir machen jetzt für Kollegen als Angebot so Stammtischkämpferinnen-Ausbildung, weil es kam in Gesprächen ganz oft rüber, ich würde ja gerne was sagen, wenn dann so ein blöder Spruch kommt, aber ich bin dann immer sprachlos oder ich weiß nicht, was ist dann eine coole Antwort darauf? Und da haben wir so die Idee gehabt und wir machen so eine Stammtischkämpferin-Ausbildung, die ja genau das beinhalten. Wie reagiere ich eigentlich auf so eine blöde Anmache, auf einen blöden Spruch, auf ja, irgendwas, was mir nicht gefällt? Da gab es jetzt schon ein Seminar, das war gut besucht. Wir bieten jetzt mehr an und ja. Und was ich auch gut finde, gerade bei diesen Seminaren, da waren dann auch Kolleginnen, die ich sonst gar nicht so aktiv wahrnehme. Und ich glaube, es ist das richtige Angebot. Ne? Es sind jetzt nicht die, die sowieso schon immer in der ersten Reihe stehen, sondern auch die, wo sie sagen, ich würde ja gerne was sagen, aber ich traue mich eigentlich nicht und hier kriege ich vielleicht so ein bisschen Futter. Wenn wir vermeiden wollen, dass faschistische Organisationen wie Zentrum, Automobil oder andere in den Betrieben weiter Fuß fassen, dann ist die meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach und dem Beobachten anderer, der Erfahrungen in anderen Betrieben nach, die beste Möglichkeit, aktiv zu sein, sich gewerkschaftlich zu organisieren, sich bewusst zu sein, was gewerkschaftliche Organisierung ist, um damit wie so ein Antikörper zu bilden, der die Menschen eben schützt davor, sich aus lauter Frust und Wut über die Situation, die halt entsteht in allen Betrieben, über die Ungerechtigkeit, über die ganz schlechte, immer schlechter werdende Arbeitsbedingungen, sich eben nicht den Rattenfängern, den Nazis, Nazi-Organisationen dran zu hängen, sondern ganz klar zu sagen, hey, ich bin hier Arbeiterin, ich bin hier beschäftigt, ich bin hier nicht beschäftigt, weil ich den Laden so toll finde, sondern weil ich Lohn brauche, um zu leben.
um zu überleben. Und daraus ergibt sich alles andere. Ich sage mal, man muss sich das mal überlegen. Wir haben Industriebetriebe, wo die Leute im 3-4-Schichtsystem arbeiten, am Wochenende, kurz über Mindestlohn, zum Teil bezahlt bekommen. Und wer mal durchgängig im 4-Schichtsystem gearbeitet hat, mit den Nachtschichten, der weiß, was das bedeutet. Und die wissen, wir halten nicht durch bis 67 mit der Rente. Und wir haben keinen Verdienst, dass wir rausgehen. Und die fragen sich, wofür arbeite ich, wofür zahle ich ein in die Rentenversicherung? Und die wissen, ich werde irgendwann aussortiert aus dem Betrieb, weil ich nicht mehr kann. Ich kriege einen Fußtritt und das war's. Dankeschön. So, und das ist einfach so eine Verbitterung, auch die da ist über diese Situation. Und da können wir als Gewerkschaften im Betrieb anfangen, Verhältnisse zu verändern, indem wir mich für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen streiten, wo wir viel im Osten in einzelnen Betrieben jetzt schaffen zu bewegen, wo es einen großen Unmut gibt, der sich auch ummünzt in Aktivität und wo auch Gewerkschaft neu entdeckt wird. Und das kann man den Betrieben eine Menge anstoßen. Man stößt aber an bestimmte Grenzen, wenn wir gesellschaftlich nicht auch einen Kurswechsel hinbekommen. Und das muss man einfach sehen, dass es nicht reicht, wenn die Gewerkschaften sich rein auf den betrieblichen Kampf beschränken, sondern wir müssen auch viel politischer agieren und auftreten und auch politisch alternative Antworten weisen. Und wäre eigentlich die Aufgabe der Linken innerhalb der Gewerkschaften dafür, sage ich mal, den Boden zu bereiten und es zu machen. Und das ist die Notwendigkeit, die ich sehe und wo ich sehe, dass halt ein großer Handlungsbedarf da ist. Sie haben sich lange Zeit nicht klar geäußert, nicht klar positioniert oder ich sag mal nicht laut genug positioniert oder deutlicher positioniert. Natürlich hört man so Statements, nicht mit der AfD, nicht mit Nazis, wir sind antirassistisch. Auf jeden Fall. Und in meiner Gewerkschaft bei Verdi sind es auch Beschlusslagen, die das genauso ausdrücken. Aber ich glaube, wir müssen in einer Zeit wie heute viel offensiver damit auftreten, unsere Meinung viel deutlicher machen, klarer machen. Öfter das sagen, lieber zweimal als nur einmal und auch an Orten, wo die Kolleginnen sind. Was nützt es mir, auf irgendeinem Bundeskongress da eine tolle Rede zu halten? Ich muss in die Betriebe gehen als Gewerkschafterin und da vor Ort die Probleme wahrnehmen, Lösungen anbieten und dann auch klar sagen, was keine Lösungen sind. Aber es braucht natürlich auch weiterhin einen Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne, das weiter zu fassen. Es geht ja immer nicht nur ums Entgelt, es geht ja auch um Arbeitsbedingungen, gerade in meinem Bereich. Und da müssen sich Gewerkschaften noch bessere Antworten überlegen, wie man die Kollegen da gut rausholt. Dazu ist es auch wichtig, die Beschäftigten auch dann in Tarifverhandlungen sofort, also von Beginn an schon bei der Forderungsfindung mit einzubeziehen. Auch wenn es halt nicht bloß um den Lohn geht, sondern um die Mantel. Um den Mandeltarifvertrag, also um die Arbeitsbedingungen im Allgemeinen. Das passiert mir auch noch zu wenig. Da tut sich was in der Metall- und Elektroindustrie bei der IG Metall. Jetzt haben wir stehen am Beginn einer Tarifrunde und diese wird die erste sein, in dem die Beschäftigten auch in der Forderungsfindung befragt werden, was sie für Forderungen haben. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, da muss aber viel mehr passieren. Und auf diese Art und Weise kann man die Beschäftigten dann natürlich auch viel besser in die Arbeit, gewerkschaftliche Arbeit mit einbinden, in die Problemstellung mit einbinden, die Problemstellung gemeinsam diskutieren und dann auch in Richtung des Gesetzgebers artikulieren. Ja, und ich glaube, da sind die Funktionäre oftmals noch zu sehr unter sich, was sowas angeht und binden die Beschäftigten zu wenig mit ein. Das war, glaube ich, ganz wichtig, auch ein ganz wichtiger Punkt gegen eine rechte Gewerkschaft wie die Zentrumsgewerkschaft, dort die Leute mit ins Boot der IG Metall zu holen. Dass die Diskussion innerhalb der Gewerkschaft wohlwollender mit den Ansätzen umgeht, die eben nicht den Mainstream bedeuten, sondern die auch mal eigenständig sind, ja? Die unter Umständen im ersten Verständnis nicht vom Betriebsrat sind, sondern eben gewerkschaftlich, von gewerkschaftlich sich organisierenden, kämpferischen, aktiven Menschen. Na, ich glaube, was jetzt die Gewerkschaften betrifft, ist einfach wichtig. Wir haben eine Riesenchance, weil wir
die Gewerkschaft ist sehr breit aufgestellt. Und je stärker eine Gewerkschaft im Betrieb ist, also umso mehr Mitglieder sollte sie haben. Und das heißt, dass wir auch ganz viele Spektren von Beschäftigten organisieren. Und das heißt, wir haben eine sehr große Möglichkeit, mit Leuten in Diskussionen zu kommen, was halt der Linken oft fehlt. Aber dass überhaupt ein offener Ohr dafür da ist, auch für politische Geschichten, ist halt überhaupt die Voraussetzung, dass die Gewerkschaft eine ordentliche Verankerung im Betrieb hat. Und da meine ich jetzt nicht nur damit zu sagen, wir haben so und so viele Mitglieder, sondern dass Gewerkschaft gelebt wird. Und dass die Kolleginnen und Kollegen selbst bestimmen, was für sie wichtig ist im Betrieb und dass das dann Gegenstand wird, zum Beispiel von Tarifverhandlungen. Und dass die Gewerkschaft sie komplett unterstützt und die stark macht im Betrieb. Wir haben jahrelang, dass die Leute im Osten, sag ich mal, das ist ja die Erfahrung, sozusagen nur der Bereich, der für mich jetzt wichtig ist, die wurden einfach klein gehalten, Kopf runter, nichts machen und jetzt fängt sich an, das zu verändern die letzten Jahre. Und das heißt, wir haben eine riesige Möglichkeit, die Leute stark zu machen mit einem Selbstbewusstsein, dass sie auch merken, dass sie eine Kraft sein können. Das ist ja die Erfahrung, die wir haben. Das ist für die Leute totaler Flash, wenn die merken, ey, wir müssen nicht nur einstecken, sondern wir können auch mal einen Spieß umdrehen und wir sind eine Macht. Und wenn wir alle zusammenhalten und für unsere Interessen uns einsetzen, dann können wir was verändern. Ne? Wir haben jetzt eine neue Tarifrunde im Großbetrieb, die anläuft, wo sich alle schon drauf freuen. Wer die merkt hat, wir haben so viel verändern können. Die freuen sich alle drauf, die wissen, was sie verändern können. Und das heißt aber, dass die Gewerkschaft auch ihre Arbeit viel mehr in die Hände der Mitglieder legen muss, die befehlen muss, auch über Probleme ehrlicherweise reden muss, wenn Sachen schieflaufen oder wir mit bestimmten Dingen nicht weit genug gekommen ist, dann müssen wir darüber reden, woran lag das. Und nicht irgendwas schön reden oder sagen, alles ist toll oder sonst irgendwie, sondern einfach Ehrlichkeit, mit den Leuten da zusammenarbeiten, denen eine Stimme geben, die stark machen. Und das ist dann eine beste Gewähr für eine starke Gewerkschaft im Betrieb. Und das ist auch eine Eintrittskarte, ernsthaft über andere Alternativen zu reden, weil ich kann nicht in der Gewerkschaft irgendwie, also im Betrieb, irgendwie einen scheiß Tarifabschluss machen oder die Leute nicht richtig mitnehmen und dann am besten noch zum Betriebsversammlung gehen und sagen, aber wählt nicht die AfD. So, da sagen die Leute zu Recht, ey, ihr kriegt bei uns nicht die Backen, wir haben wieder irgendeine Scheiße schlucken müssen und du sagst, aber ich soll nicht AfD wählen. So, dann sind wir genau wieder in dieser Konstellation drin. Und das müssen wir verändern. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch gut werden kann, da wir im Endeffekt, egal ob jetzt einer rechts klingt oder links, in einigen Punkten ja doch einer Meinung sind. Das sind halt die Punkte, die uns 40 bis 48 Stunden die Woche ganz direkt am Arbeitsplatz betreffen. Ne? Da gilt es halt anzusetzen. Also für die Deutsche Linke würde ich sagen, egal jetzt ob Partei oder irgendwie andere linke Zusammenhänge, die es gibt, ist für mich so ein bisschen die Linke taucht als ernsthafter, relevanter Faktor nicht auf. Entweder weil sie die Leute nicht erreicht oder weil sie irgendwie als Teil des Establishment gesehen wird. Die Anziehungskraft von linken Ideen und die Wirkungsmächtigkeit, dass wir wirklich oben an den Reichtum rankommen, das sozusagen ist wenig ausgeprägt und hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir wenig gesellschaftliche Bewegung haben, die es geschafft haben, so eine Erfolge zu erzielen. Ich habe mit einer Kollegin mal am Rande, wir machen so regelmäßig Schulung für Tarifkommissionsmitglieder bei uns, gesprochen und haben wir geredet über die Mehrwertsteuererhöhung, die jetzt, oder die höhere Mehrwertsteuer ist gerade Mutter geworden für die Windeln und dass die so teuer sind. Und sie fragt sich, warum das so ist, aber die kümmern sich eher um die Straßenumbenennung hier in Berlin. So, weil das interessiert die. War ich ein bisschen überrascht, weil sozusagen die sind super top Kollegin und da merkst du halt, ehrlich gesagt, mit der Straßenumbenennung, das hängt da davon ab, sozusagen welche Geschichte da ist, das muss man auch mal so verstehen. Ja, aber das und das und das und das. Und ich sage, naja, aber du merkst schon, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Straßenumbenennung und nicht über die Mehrwertsteuer, warum auf Windeln eine hohe Mehrwertsteuer fällig wird und obwohl das ein Grundwarenbedarf, sage ich mal, ist. Ne? So, und er sagte, ja, ist schon richtig. Und er hat gesagt, naja, eigentlich sind wir reich genug als Land, als Deutschland, dass man das machen könnte, weil man kann das Geld ja woanders holen. Dann sagt sie zu mir, naja, daran wird sich nie was ändern, dass da oben so viel Geld ist und wir so wenig haben. Daran wird sich nie was ändern. So, und diese Perspektive, dass wir daran was ändern können, die ist halt, da haben wir kaum erfolgreiche Beispiele, wo wir sie gemacht haben, geschafft haben. Und das heißt, man müsste mehr darüber diskutieren, wie können wir die Umverteilungsfragen wieder zum Thema machen, wie können wir die Frage des Sozialstaates, der Verteidigung und des Ausbaus des Sozialstaates zum Thema machen. Wir diese Bürgerdebatte, die wir jetzt erleben und auch zum Teil mit der Rentenversicherung, da wird argumentativ der Sozialstaat jetzt schon sturmreif geschossen in einzelnen Bereichen. Und da habe ich auch das Gefühl, das wird manchmal ja nicht erkannt, man macht irgendwelche politischen Kampagnen und so weiter und kriegt gar nicht mit, wie weit diese rechten Kampagnen im Bürgergeld, wie stark die verfangen. Das ist einfach erschreckend teilweise. Und wo ich mir manchmal sage, für irgendwelche linken Gruppen oder Organisationen, ey verdammt, ihr lebt in dieser Welt und 80% der Bevölkerung leben in einer anderen Welt.
Und dann fragt man sich, warum erreicht die Linke die nicht? Weil es so ist. So, und da muss man überlegen, wie kann man das ändern.